Herzlich willkommen bei den Pascom-Brüdern. Wir machen wieder weiter mit unserem IP-Tables-Tutorial. Wir haben ja letztes Mal nach der letzten Folge eine Frage noch gestellt, warum es nicht funktioniert. Mhm. Und ich würde sagen, das lösen wir jetzt als erstes mal auf. Ja, also warum funktioniert es nicht? Es ist so, das Paket kommt von dem Windows-Rechner zu der Firewall. Mhm. Die Firewall schickt das auch wirklich zu dem nächsten Router weiter. Mhm. Der nächste Router sagt, wunderbar, antworte ich. Der antwortet dann 192.168.110. Mhm. Und dann sagt der Router, ja, aber wohin? Das Netz kenne ich nicht. Mhm. Und schickt es wiederum zu seinem Default Gateway. Mhm. Und es geht immer weiter raus. Versandet. Mhm. Die gleiche Situation oder eine ähnliche habe ich im Internet. Das heißt, ich habe mein Router, der schickt es zwar wirklich raus, der nächste Router sagt nicht nur, ich kenne das Netz nicht, sondern der sagt auch noch, das ist ein privates Netz, das interessiert mich nicht. Ich schmeiße es einfach weg. Ja. Und das ist das Geheimnis. Wie könnte ich jetzt das Problem lösen? Wenn ich lokale Router habe, könnte ich jetzt dem Router dahinter auch dieses Netz lernen, in die andere Richtung. Es ist aber so, private Netze werden im Internet selten bekannt gegeben. Ja. Das heißt, was ist das Zauberwort hier an der Stelle? NAT. Ja. Ich muss mich quasi hinter der IP-Adresse verstecken, die ich auf meiner Firewall habe. Mhm. Also ich habe jetzt zum Beispiel auf meiner Firewall im Internet die 10.2.2.143 und ich muss jede Anfrage, die da rausgeht, maskieren. Das heißt, ich verstecke mich hinter dieser IP-Adresse, ich tue so. Mhm. Als wäre das meine Quelle. Somit findet er auch wieder zurück. Wenn ich quasi die im lokalen Netz befindliche IP als Quelle verwende, findet der Router wieder zurück, weil er ja quasi kennt, das Netz kennt und es dementsprechend verarbeiten kann und wieder richtig zurücksendet. Das ist es. Und wir können uns jetzt ein bisschen das erste Mal an IP-Tables ranwagen. Mhm. Zeit wird. Machen wir Zeit wird's und machen wir hier mal einen sanften Einstieg, wie das eigentlich aufgebaut ist und wie ich jetzt dann da zum Beispiel eine NAT-Regel reinmachen kann. Wir werden sehen, ob wir noch zur NAT-Regel kommen, aber auf alle Fälle schauen wir uns den IP-Tables-Befehl an. Mhm. Denn wenn man einfach so startet, weist er einen schon darauf hin, eigentlich wie der IP-Befehl, dass er eine Hilfe anbieten würde. Und dann kann ich die auch aufrufen und sehe hier mächtiges Werkzeug mit 1000 Dingen. Mhm. Was ist das allerwichtigste Parameter, um das einfach generell mal zu verstehen? Mhm. Das ist meiner Meinung nach der -L-Parameter. Ja. Bei -L zeigt er mir quasi die aktuellen Regeln an. Mhm. Und da sieht man jetzt drei verschiedene Standardregeln, die er mir hier anzeigt. Mhm. Und zwar drei verschiedene Chains. Ja. Das muss man vielleicht erklären. Das ist also die Input, die Forward und die Output Chain. Mhm. Das heißt, wenn ein Paket durch den Computer fließt, fließt es automatisch durch entweder die Input, die Output oder die Forward Chain. Mhm. Und von Haus aus sind diese Chains einfach alle drei auf OK gesetzt. Deshalb funktioniert die Kommunikation sofort und hat keine Einschränkungen. Ja. Wann wird was tangiert? Wenn ich was reinkriege, was für mich ist. Für mich, ich spreche jetzt immer, ich bin die Firewall. Ja. Wenn ich was reinkriege, was für mich ist. Also einen Dienst zum Beispiel anspricht, der auf dem Gerät läuft. Jemand will zu mir mit SSH connecten. Ja. Das geht durch die Input-Chain. Mhm. Dann gibt es die Output-Chain. Mhm. Das ist zum Beispiel der Rückweg. Ja. Wenn ich also sage, SSH antwortet dem wieder. Mhm. Oder ich mache SSH irgendwo hin, von der lokalen Maschine, von der Firewall aus, das ist Output. Mhm. Und dann gibt es was, das ist Forward. Ja. Das Forward funktioniert, muss auch natürlich das Forward eingeschaltet sein, wie wir es im letzten Tutorial besprochen haben. Forward ist, das Paket ist nicht für mich. Mhm. Das ist für den nächsten Router, das ist für die Google-Webseite, muss ich durchleiten. Das sind die drei Chains. Gehen wir nochmal zurück auf den Monitor. Früher hieß das Ganze auch IP-Chains. Alte Linuxer werden sich daran vielleicht erinnern. Warum heißt das Ding jetzt nicht IP-Chains, sondern IP-Tables, wenn ich doch da Chains habe? Das Geheimnis ist, es gibt verschiedene Table. Die kann ich mir auch anschauen mit diesem -L. Und da sage ich vorher, welchen Table würde ich den gerne sehen. Gebe ich den Table nicht an, nimmt er von Haus aus den Standard
Table mit der Input-Forward- und der Output-Chain. Ja. Der nächst wichtige, es gibt noch weitere, aber die beiden Tables, die wir besprechen werden, ist der Standard-Table und der NAT-Table. Beim NAT-Table sehen wir jetzt, dass es verschiedenste Dinge gibt. Es gibt eine Pre-Routing-Chain, eine Input-Chain, eine Output-Chain und eine Post-Routing-Chain. Ja. Das mag kompliziert klingen. Es ist auch vom Verständnis her nicht ganz so einfach. Ja. Ich versuche mich an einer Erklärung. Natürlich kann ich jetzt sagen, gut, schaut her, so ist der NAT-Befehl, puff, und dann ist der drin. Es wäre aber schon wichtig, das zu verstehen, warum es den gibt. Also Input und Output ist wieder relativ einfach. Das ist, wenn ich ein Paket kriege und ich will das manipulieren, also für mich direkt, oder ich will ein ausgehendes Paket von mir manipulieren mit NAT. Also NAT bedeutet ja nichts anderes, als dass ich die Adresse übersetze in eine andere Adresse, in welche Richtung auch immer, ob ich das mit der Quelle oder dem Ziel mache, das sei mir da hingestellt. NAT kann auch bedeuten, ich verändere den Port mit, manipuliere den Port von einer Kommunikation. Input, Output kann man sich noch vorstellen, das ist alles, was zu mir kommt und ich lokal für mich manipulieren will. Output ist alles, was ich produziere und manipulieren will. Was soll jetzt aber das mit dem Forward? Warum gibt es jetzt da keine Forward-Chain mehr, sondern eine Pre-Routing und eine Post-Routing-Chain? Und da versuche ich mich jetzt an der Erklärung. Pre-Routing heißt, bevor das den Routing-Table gesehen hat. Post-Routing heißt, nachdem es den Routing-Table gesehen hat. Warum ist das jetzt wichtig? Angenommen, ich möchte die Zieladresse und Destination NAT manipulieren. Ja. Dann wäre es ja so, wenn ich quasi sage, nein, das Ziel ist in Wahrheit nicht 10, 5, 3, 7, sondern das Ziel ist jetzt bei mir 10, 5, 3, 8, dass ich das Ziel verändere. Und ich würde das quasi machen, nachdem der durch den Routing-Table durch ist, wäre das zu spät, weil ich habe ja ein neues Ziel, das vielleicht eine andere Route nimmt. Also bei Destination NAT, ganz, ganz wichtig, ich muss das vor dem Routing machen. Wenn ich die Quelle verändern will, ist es natürlich sinnvoll, das nach dem Routing zu machen. Also ich route das zuerst durch und dann, wenn ich mit dem Routing fertig bin, sage ich so, und jetzt gebe ich dir aber noch eine neue Quelle mit. Und deshalb habe ich da nicht das einfache Forward, sondern ich habe die Unterscheidung, will ich es vor dem Routing machen oder nach dem Routing machen, für Destination oder für Source NAT. Das hört sich jetzt recht gewaltig an. Naja. Wahrscheinlich. Ist auch schwierig am Anfang zu verstehen, aber wird dann vielleicht, jetzt, wenn wir dann anfangen, da Regeln zu definieren, wird es etwas klarer. Was auch noch schön ist, was ich machen kann oder was ich gern mache, ist ein Minus V dazu. Minus V sehe ich, also das ist jetzt egal, welchen Table ich nehme, ob ich jetzt den Standard-Table nehme oder den NAT-Table. Ich sehe hier jetzt Input-Chain, accepted so und so viele Pakete. Und wenn ich hier Regeln hätte, würde ich auch die Regelnummern sehen, die dann hier unten kommen würden. Und welche Regel wie viele Pakete angenommen hat. Das ist sehr, sehr schön. Wenn ich eine neue Regel reinmache und sage, das geht nicht, dann weiß ich nicht ganz sicher, hat er jetzt die Regel benutzt, hat er die Regel nicht benutzt, was ist passiert. Und dann sehe ich, wenn der Counter von der Regel hochgeht, dass der auch wirklich benutzt wird. Und das sind jetzt mal ganz rudimentär die Grundlagen, wie ich IP-Tables bediene und was es mit den verschiedenen Chains auf sich hat. Und das wäre auch wichtig, aber wenn ihr das jetzt nicht genau verstanden habt mit dem Pre- und dem Post-Routing, das vielleicht, wenn ihr das Tutorial einfach mitmachen wollt, das nochmal eben nachzugehen bis nächsten Freitag und dann gegebenenfalls auch im YouTube-Channel Fragen dazu zu stellen, also in den Kommentaren, wer das nicht verstanden hat. Weil es ist nämlich ganz essentiell wichtig zu verstehen, dass es verschiedene Tables gibt, zu verstehen, was der Unterschied ist zwischen Forwarding, Input und Output und warum es im NAT-Table auf einmal dieses Pre- und Post-Routing gibt. Okay. Das wären die wichtigen Dinge an der Stelle. Dann würde ich mal sagen, zum Abschluss machen wir noch eine NAT-Regel. Machen wir noch eine NAT-Regel, eine leichte NAT-Regel. Damit wir das auch auflösen und, das unser, und beweisen, dass unser Windows-Rechner auch raus kann. Also, ich sage mal, IP-Tables minus T NAT. Ich will auf alle Fälle in den NAT-Table rein. NAT-Table. Dann will ich was dazu tun. A. Und dann muss ich mich entscheiden, in welche
in welche Chain. Ja. Welche Chain brauche ich dann da, wenn ich jetzt Destination Source Node machen will, dann brauche ich die Post Routing. Halt, alles groß schreiben. Post Routing. Dann muss ich sagen, wann will ich das denn machen? Mhm. In welchem Fall? Und dann kann ich sagen, wenn ein Paket, da gibt es minus O und minus I, wir gehen da noch genauer drauf, wir wollen jetzt einfach nur mal ein Beispiel machen. Wo geht es hinaus? Es geht hinaus auf ETH1. Mhm. Das heißt, alle Pakete, die ich vorwarte und die hinaus wollen nach ETH1, minus J, dann kann ich sagen, was soll mit denen passieren? Jump zu irgendeinem Ziel. Ja. Und es gibt ein sehr simples Ziel, das heißt Masquerade. Ja. Masquerade ist eine Spezialform des DNAT, des SNAT. Wenn ich normalerweise die Source übersetze, müsste ich sagen, minus Jump, und dann müsste ich sagen, genau zu welcher Quelle. Mhm. Wenn ich eine fixe IP-Adresse habe, könnte ich die fixe IP-Adresse jetzt angeben, aber Masquerade nimmt dynamisch die IP-Adresse, die ich auf dem Interface gerade habe, als Quelle. Ist wahrscheinlich in den meisten Fällen sinnvoll, weil die IP-Adresse wahrscheinlich immer wechselt. Das ist also, wir werden dann noch speziellere Beispiele und das alles genau anschauen, aber das hier ist das, was man im Internet auch oft findet, und vor allem jetzt auch die Frage, warum mache ich hier kein Destination oder Source Node, was soll das mit dem Masquerade? Ja. Das ist ein bisschen eine Automatik für den Fall. Okay. Dann mache ich das. Halt. Dann schaue ich mir das Ganze an. Mit IP-Tables-TNAT, weil das habe ich in den NAT-Table gefügt. Und jetzt sehe ich, ich habe hier im Post-Routing eine Regel eingefügt, da sind bis jetzt 0 Bytes geflossen. Ja. Und zwar egal welches Protokoll, egal wo es herkommt, egal aus welchem Interface es kommt, wenn es nach ETH1 will, das heißt ins Internet, mach ein Destination-NAT von Anywhere nach Anywhere. Okay. Also was es vorher war, auf die Source von dem Interface. Gut, und jetzt gehen wir nochmal auf unsere Windows-Maschine, würde ich sagen. Auf Windows-Maschine rüber. Und versuchen das nochmal zu pingen. Machen wir so. Und wir sehen es antwortet. Wunderbar, es geht. Jetzt werden wir nochmal ganz kurz zurückgehen. Jetzt gehen wir nochmal kurz ins Internet. Ja, das sind dann die weiteren Wege. Weitere Wege. Was noch nicht geht, ist DNS-Auflösung, weil wir in diesem Fall kein DNS haben. Jetzt nochmal ganz kurz zurück zu diesem Firewall. Jetzt können wir vielleicht nochmal den Befehl ausführen und sehen hier, dass da zwei Pakete übersetzt wurden. Genau, meine zwei und 20 Anfragen. Bytes übertragen, und dass die Regel auch funktioniert. Ja, das kann man dann so wieder beweisen. Okay, so viel für heute. Wir sehen uns nächsten Freitag wieder. Bis dahin. Danke fürs Mitmachen. Bis dahin. Infos über unsere VoIP-Telefonanlage MobiDick und das Passcom Systemhaus findet ihr unter passcom.net. Mehr von den Brüdern gibt's jeden Freitag neu auf passcombrothers.net.